Willkommen zurück. Es geht weiter mit der Schicksalsklinge. Ja, wir sind immer noch beim Durchstöbern dieses Zwergen-Dungeons. Ja, wir erkunden jetzt noch die letzten Ecken. Ja, mit der Ebene sind wir, glaube ich, mehr oder weniger fertig. Und können dann nochmal in die zweite Ebene gucken. Da waren wir zwar schon, aber so wie es aussah, war da noch nicht alles aufgedeckt. Beziehungsweise war da noch irgendwo. War denn jetzt schon wieder der Aufgang? So, du bist, glaube ich, schon. Ja, du bist schon genau. Da mussten wir jetzt mal gucken, ob wir da einen Geheimgang finden. Wir können vielleicht mal einen. Welchen Raum willst du denn zuerst? Oh, ich laufe einfach mal. Den rechten. Ja, also ich glaube, in dem. Raum? Ja, ja, diesen mit dem Wasser da vielleicht nochmal gucken. Ja. Vielleicht in der. Bei der. Bei der östlichen Wand. Bei die ins Innere führt. Da geht's na. Nicht. Ja. Yeah. Hm. Ich mal gucken. Ja, du kannst mich auch. Die Wand sieht jünger aus als die anderen und nicht so fest verfugt. Sofort macht ihr euch daran, sie einzuschlagen und nach kurzer Zeit bricht die Wand zusammen. Sie gibt einen Abfluss und den Weg auf einen Gang frei. Ja, hatte ich das noch richtig in Erinnerung? Ich habe mich gerade schon gedacht, das müsste doch eigentlich... Ich wusste doch, wo. Ja, zeig mal gerade noch auf der Karte, wo war das denn jetzt? Das war jetzt mehr wirklich so, hier doch, so in der Mitte. Ja, ich glaube, ich hatte einmal irgendwie Probleme mit den Pfeiltasten eben. Ja, ja, ich glaube, man muss... Also manchmal wird halt entschieden, ob man eine Wand entdeckt, wenn man wirklich auf dieses Feld dann tritt. Okay. Und dann muss man halt dann einfach mehrfach machen. Und, Na dann. So, jetzt haben wir hier noch eine Abbiegung. Gehen wir vielleicht erstmal nach rechts. Ich schlürfe etwas Tee. Hier gibt's offenbar nichts. Gehen wir mal nach Norden weiter. Ähnlicher Gang wie im ersten Stock. Oh, vor euch liegt eine schmale Grube mit Beeren. Ach je, wollt ihr sie überspringen? Ich sehe uns schon so... Überspringen hört sich schon mal besser als die Alternative an. Können wir nicht Holzbretter finden und rüberlegen? Ja, auf geht's. Oh, Klima ist... Vor etwas geprallt, was ihr nicht sehen konntet. Bei dem Sturz in die Grube hat sie sich allerdings leichtere Verletzungen zugezogen. Leichtere Verletzungen zugezogen, als zu befürchten war. Ihr konntet sie ohne Schwierigkeiten wieder herausziehen. Ja. Na gut. Hätte schlimmer sein können. Oh. Wir sind aber noch nicht über die Grube drüber. Und nochmal. Ach, die Arme. Aber es ist wirklich nicht so schlimm. Und nochmal. Oh. Elun? Das hört sich irgendwie nach einem Bug an. Ja, das war sehr merkwürdig. Ah ja, problemlos schafft ihr es nun komischerweise, die Grube zu überwinden. Was heißt hier? Komischerweise. Ich möchte mal gerne wissen, was das da eben für eine Meldung war. Mit diesem irgendwas mit belohnt werden wahrscheinlich. Ja, ja. Keine Ahnung. Egal. Hier erstmal nach Westen. Ja, hier gibt's irgendwie nicht so viel. Ja, wir haben jetzt auch schon einiges geschafft hier. Also eine Truhe wäre natürlich noch nett gewesen. Vor euch sind einige Löcher im Boden, die nichts Gutes ahnen lassen. Wollt ihr die Sache untersuchen? Wir wollen alles, ne? Oh! Roglima konnte die heimtückische Speerfalle unschädlich machen. 10 Erfahrungspunkte für Roglima! Ja, ich glaube, das sind dann wirklich so Sachen, wo diese Intuitionswerte da Gefahrensinn und Sinnesschärfe einem zugutekommen.
gibt's ja dann hier irgendwas Interessantes. Mhm. Oh. Scheiße. Oh. Ich eben nur so, oh cool, Truhe und dann, oh nein. Und dann vier Zwerge und dann sind auch Zwergenveteranen. Na toll, es sind echt Zwergenveteranen. Hm. Scheiße. Jetzt müssen wir wirklich mal gucken, was wir hier am besten machen. Also da müssen wir schon gucken, dass wir auch noch einige Zauber einsetzen. Mhm. Aber der haben wir Zaubertränke? Ja, gib ihm lieber Zaubertränke, das wird sonst nichts. Gegenstand benutzen. Eine bloße Hand kann nicht benutzt werden. Jetzt hat er auch seinen Zug verloren. Er hätte einen Gegenstand in die Hand nehmen müssen. Ah. Wieso? Man kann ja nicht so einfach auf sein Mentor zugreifen. Nee, geht nicht. Muss einen Gegenstand in die Hand nehmen. Gut, dann lassen wir uns mal töten. Sag das nicht. Oh, die Frenja. Scheiße. Lassen wir uns mal töten. Hm. Die Frage ist, ob wir nicht vielleicht gleich laden sollen. Hm, wenn du wirklich meinst, das ist aussichtslos, dann. Es ist vielleicht. Also, ich weiß ja nicht. Wir können es probieren. Also. Aber. Wo haben wir denn gespeichert? Das ist kurz bevor wir in die zweite Ebene gegangen sind. Es ist nicht so lange her. Hm. Okay. Denn. Das heißt, wir würden laden und dann würden wir dem erstmal. Wir würden die erstmal Tränke bisschen, geben. Genau. Ja. Denn es ist halt die Frage, ob wir jetzt die Zeit aufwenden, hier einen Kampf zu. Also auszuprobieren. Ich meine, es ist vielleicht unterhaltsam. Wir können natürlich probieren, nicht, uns hier einmal gründlich vermöbeln zu lassen. Das ist vielleicht auch ganz witzig. Wenn man mal sieht, was passiert, wenn man richtig sich zu viel... Ja. Kommt das noch ungewollt an anderer Stelle? Also sollen wir erst nochmal? Ja, wir laden erst nochmal. Okay. Gut, dann laufen wir jetzt nämlich erstmal schnell wieder zurück in die zweite Ebene. So, hier weiter. Die ganzen Sprungübungen nochmal. Ja. Erstmal da in den südlichen Gang laufen, damit wir das auch haben. Ah, jetzt kommt erst wieder die Spielfalle. Was? Huch, euer Schaden. Nee, was? Euer Schaden erleiden würde, fängt dieses Amulett einen Großteil der Wirkung auf. Mhm. Irgendwie sieht es aus, als würde mal der Anfang vom Text fehlen. Ja, irgendwie scheint da irgendwas ziemlich daneben zu gehen. Belohnt werden. Und komischerweise schaffen wir es. Ja, an den Bug kann ich mich auch nicht erinnern. Also eigenartig. Ja. Gut, hier war auch nichts. Ist auch noch auf. Musst nur rechtzeitig anhalten. Ja, jetzt hatten wir hier wieder die Speerfalle. Ja, richtig. Da können wir das doch. Ja, wir können hier erstmal ein bisschen gucken, dass wir... Also, wir brauchen... Also, Frenja braucht auf jeden Fall einen Heiltrank. Das steht schon mal fest. Ja. So. Was könnten wir denn noch machen? Und ich wollte halt den Taloran und, oder auch halt einen von den Elfen einen Zaubertrank geben. Also, wir haben insgesamt 6 Zaubertränke. Geben wir dem Taloran einen starken Zaubertrank. Dann hat er wieder volle Energie. Und geben wir mal der Teleria einen normalen Zaubertrank. Ich meine, gut, mit 11 kann sie vielleicht auch nicht gar so viel anfangen. Was haben wir denn noch? Zaubertrank. Zaubertrank stark. Zaubertrank. Geben wir vielleicht dem Usagiel noch einen und der 17. Ja, und der Teleria vielleicht noch den anderen. Das sollte dann doch hoffentlich. So schnell brauchen sich die Vorräte auch. Ich meine, es ist zwar blöd, dass die Oblima jetzt schon einiges verloren hat, aber ich glaube, da können wir im Moment auch nicht viel dran machen. Es sei denn, wir würden versuchen, Wunden zu heilen. Aber wie willst du den Wunden heilen? Ich weiß gerade gar nicht auswendig, ob man da irgendwie ein Kraut dazu braucht. Also man braucht auf jeden Fall für Krankheiten heilen, braucht man Kräuter dazu. Aber wir können vielleicht, vielleicht gerade nochmal speichern, damit wir den Weg da jetzt nicht nochmal machen müssen. 19. Okay. Probieren wir es einfach mal. Okay. Vielleicht klappt's ja. Jupp. Ah, sehr schön.
So. Sie kriegt natürlich erstmal. So, der Taloran, der kann jetzt vielleicht mal versuchen, einen gleich unschädlich zu machen. Lauf mal zu dem, der bei der Frenja steht. Dann? Nee, direkt vorhin. Okay, muss aber erstmal warten. Ja, so, sie kann angreifen. Greif am besten mal vorsichtig an. Okay. Sie kann auch gleich angreifen. Ah, achso, sie braucht eigentlich nicht. Also ich meinte jetzt halt nur wegen Frenja, dass sie... Ja gut, sie kann... Ah ja, warte mal, jetzt könnten wir vielleicht den Sominigravis da einsetzen. Ich würde sagen, versuch mal zu dem Zwerg zu laufen, der direkt bei der Roglima steht. Und auf den dann... Nee. Hm? Der ist doch... Wie soll ich denn sonst gehen? Da ist ja also der du hättest vielleicht... Nee, hätte ich nicht. Nee. Wie soll ich denn da hinkommen? War da... Sie hätte, glaube ich, um den Angrond rumlaufen können. Ach so, da ist ja hinter der Mauer sozusagen. Ja, das nochmal. Ja, okay. Nochmal Felder. Es wird nur von der Mauer verdeckt. Aber er kann geradeaus direkt neben den Zwerg, der vor der Oklima steht, laufen. Genau. Und dann kann er... Ja, kann ich erstmal angreifen. Au. Na gut, und er kann... Ach, Angriff. Ja, lauf vielleicht mal hinter den... Ja, genau. Damit der da noch in der Ecke steht, sich vielleicht dann auf ihn zubewegt. Ja, das tut er auch. Okay. So, gucken wir mal, was wir hier machen können. Zaubern. Gucken wir, Beherrschung. Ich weiß ja nicht, was das macht, das wurde uns ja irgendwie empfohlen, aber ich weiß nicht. Ja, da hatte einer in den Kommentaren geschrieben, das ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ist das sowas, das ist irgendwie so eine Art Lähmung. Hm. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich einen Gegner gleich außer Gefecht setzt. Also Band und Fessel setzt den Gegner gleich außer Gefecht. Das kann er aber nicht. Kann er nicht, aber er kann Horiphobus probieren. Wart mal, mach nochmal, geh nochmal aus dem Menü raus und guck mal, ob der Zwerg, wenn er denn fliehen könnte, also wenn wir ihn mit diesem Horiphobus... Dass er auch fliehen kann. Dass er auch fliehen kann. Ja, noch kann er. Das kann er nicht. Also nee, er kann... Ah ja, genau, er kann da ganz außen rum gehen. Okay. Gut, dann probieren wenn wir das mal. Wenn der Osagel eben nicht im Weg steht, dann bei außen rum, ja. Nee, er kann direkt... Also oder neben, ganz außen, ja, klar, er kann ja. Ganz außen rum gehen. Ja, dann machen wir das mal. Ich meine, ich habe da jetzt nicht so wirklich... Vertrauen in Taloran, dass er das Zauber mit minus 1 auch tatsächlich hinkriegt, ja. Aber... Man darf ja noch hoffen. Ja, versuchen wir es mal. Ah, verdammt. Okay, dann machen wir erstmal so weiter. So, die Teleria steht neben einem... Den Wesen ist von... Die steht gerade noch so in der Mitte, also in der Mitte. Ja, oder? Ja, ja. Gut. Probieren wir mal, ob sie vielleicht... Sie könnte den Band und Fessel probieren. Mhm. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ach, komm. Kein Glück für uns. Der Osalien... Ups. Falsch. Okay. Das würde jetzt auch weiterhelfen. Sanftmut... Nee, ich muss auch nochmal. Bringt uns nichts, das sind ja keine Tiere. Ja, aber er kann den Band und Fessel. Ja. Tu es. Nein! Oh je, die Frenja sieht echt übel aus. Wenn wir statt der Frenja die Teleria dahin stellen. Oh, Frenja ist ohnmächtig. Frenja wird bewusstlos. Aber noch nicht tot. Und also ich glaube, sie wird dann auch nicht mehr angegriffen. Aber das kann sowieso, also ist sowieso wahrscheinlich, dass wir den Kampf auch nochmal machen müssen. Ja. Muss ich es einfach nochmal probieren. Und wieder misslungen. Zaubern. Osagiel hat was? Hat nicht genug. Achso.
Wow. Also die hauen echt ganz schön hart zu. Das ist wirklich... Dann müssen wir mal gucken, ob wir das tatsächlich schon hinkriegen können, den Kampf. Vor allem mit so vielen missglückten Zaubern. Es ist eigentlich schon verloren. Du hast mir Mut. Ja, ich meine, klar, also wir haben schon so viel Schaden gekriegt und denen noch keinen Schaden, also fast keinen Schaden zugefügt. Sieht extrem schlecht aus. Können wir mal gucken, ob wir den wenigstens noch hinkriegen. Oh, Gott, der flieht wenigstens noch. Ich würde sagen, jetzt ist es wahrscheinlich sogar eher empfehlenswert, hier wirklich die Schadenszauber zu machen, also Fulminictus oder so irgendwas. Weil die anderen, die sind einfach noch so unwahrscheinlich, dass die gelingen, die Zauber. Deswegen, also da verschwendet man nur Runden und Astralenergie damit. Aber den Horror-Dingsbums kann er vielleicht nochmal. Hat er ja. Es ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich nur ein ganz glücklicher Zufall war oder ob er den wirklich zuverlässig sprechen kann. Ich meine, wir können es nochmal probieren. Oh, gut. Haha. Also den kriegt er wohl wirklich hin. Gut. Aber wir können natürlich nochmal einen weiteren probieren. Denn, oh, wir werden ja echt so vermöbelt. Achso. Na gut, er flieht auch. Das wäre nämlich gut, wenn wir jetzt nämlich noch einen kriegen, dann hätten wir nur einen. Oh, aber ich glaube, einer ist schon extrem gefährlich, so wie das aussieht. So, Zauber. Wow, krass. Hey, Taloran hier. Glück wendet sich. Rettet uns das Leben. Wer hätte das gedacht, dass Taloran doch was zustande kriegt? Ja, jetzt holt er hier ganz schön auf. Ich meine, wir kriegen dann halt die Ausrüstung nicht, die hätten fallen lassen, aber... Da würdest du meinst du eh nicht mitnehmen. Erfahrungspunkt kriegen wir und das ist wahrscheinlich dann auch nicht zu knapp. Ja. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das hier auch wirklich überleben. Aber wenn nicht, wissen wir, wie wir das nächstes Mal am besten machen. Ja. Angron ist auch gleich platt. So, jetzt können wir Computerkampf machen. Und Angron wird ohnmächtig. Nein! Na egal, alles drauf. Egal, was soll. Und Osagiel ist ohnmächtig. Oh nee. Scheiße. Oh, das war doch so gut. Und Waffe zerstört. Taloran, rette uns. Ja, das wär's doch, wenn er jetzt als letzter noch übrig bleibt und den Fluss mit seinem Stab noch erledigt. Na ja, gut, aber das mit dem Horrorphobos hat ja echt ziemlich gut geklappt. So müssen wir das dann auf jeden Fall nochmal machen. Und wenn nicht, dann halt einfach mit Schadenszaubern. Ja. Und den Taloran hat's erwischt. Und sie hat's auch erwischt. Unsere Zwerge. Okay. Auch. Das war's. Da sind wir dann doch nochmal drauf gegangen. Werft mutig und gefasst von euch des Lebens Last und tretet in die Schatten, wo irdisch Glanz verblasst. Tja, gut. Das war's. Müssen wir das nächste Mal nochmal probieren. Probieren wir das nächste Mal nochmal, ja. Gut. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.